Sie haben für 4 Personen bestellt, Herr Grewe. Ich hoffe, dass Ihnen der Tisch angenehm ist. Dankeschön. Darf ich Ihnen zum Anwärmen schon ein Aperitif empfehlen oder möchten Sie noch auf die anderen Herrschaften warten? Bringen Sie mir einen Sherry, ja? Gern. Trocken? Nicht ganz. Franziska, ich glaube nur, ich werde älter. Das liegt vielleicht daran, dass du dich so selten blicken lässt. Oder ist das nur eine Folge davon? Wen erwartest du denn noch? Meine außer Gloria. Komm, setz dich. Ein kleines Bier. Kleines Bier. Ja. Ja, gern. Dankeschön. Dein Entschluss ist? Endgültig. Das Klima in Australien? Nicht so heiß wie München. Lange nicht so heiß. Dankeschön. Den Im- und Export löse ich auf in aller Form, die Abschreibungsfirma auch. Dich und Gloria zahle ich aus, wie abgemacht. Wir drei zu gleichen Teilen. Wir haben nicht schlecht verdient. Wir vier. Oh ja, ich freue mich, dich zu sehen. Franziska, du siehst fabelhaft aus. Danke, Schwesterherz. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was aus mir noch alles werden kann, wenn wir erst richtig geschieden sind. Erwarten wir noch jemand? Oder ist es nur eine von deinen Geschmacklosigkeiten? Weder noch. Ich dachte, Peter gehört auch dazu. Auch wenn er nicht hier sein kann. Wenn ich mir vorstelle, was Peter so in seinen Essnapf gekippt kriegt. Und das schon 2 Jahre lang. Herr Ober. Gefahr. Decken Sie das 4. Gedeck bitte ab. Wir bleiben zu dritt. Ich nicht 13 Jahre warten. Bitte sehr. So. Dankeschön. Der automatische Anrufbeantworter von Gloria Grewe.
44-32174. Sie haben mich leider nicht erreicht. Sie können eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem Piepston. Ja, Gloria, ich bin's. Ich melde mich wieder. Benimm dich. Ich gehe nicht mit. Ich auch nicht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Uns zusammen. Ihr könnt mich doch nicht auf dem Champagner sitzen lassen. Gib mal her. Die damals war billiger. Unsere erste im Westen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam. Peter hatte sie plötzlich in der Hand. Ja, wir standen zusammen und ja, Franziska hat gesagt, wir haben keine Gläser. Und Peter hat geantwortet. Wer hat geantwortet? Kaum bist du mit ihrem Fuß im Westen, schon schreist du nach Konsumgütern. Ja, und dann hat er die Flasche geschüttelt, wie ein Verrückter. Komm, das, komm, gib die Flasche her. Gib die her. Dann hat er ihr den Hals abgeschlagen und sie an der Fontäne gefeuert. Wir waren alle nass. Aber das hier ist kein 5,80 Mark Sektor. Ich habe keine Lust, morgen Mantel und Anzug in die Reinigung zu bringen. Wisst du, genau das ist es, warum ich uns nicht mehr ertragen kann. Nein, nicht nur er. Wir alle haben uns damals gefreut. Auf uns? Auf die Freiheit? An der wir sehr gut verdient haben. Prost. Einer hat ihn verpfiffen. Ich meine, einer von uns. Du wirst lachen. Ich bin derselben Meinung. Also, wer von euch beiden war's? Wer von euch beiden? Wer hat ihn am meisten gehasst? Lieber, wer am meisten davon gehabt hat. Wir haben alle profitiert. Und er war dabei, alles ganz schön an sich zu reißen. Oh, es ist schrecklich! Ja, komm, übertreib doch nicht. Wir hätten alle dran glauben können. Das meint Gloria nicht. Nein, das meine ich nicht. Es ist schrecklich, weil wir uns nicht mehr ins Gesicht sehen können. Es ist schrecklich, weil wir uns nicht mehr kennen. Es ist grauenvoll, weil wir einander alles zutrauen, wenn es um Profit geht. Dass ausgerechnet du das sagst. Sie sagt es wenigstens. Sie ist betrunken. Was für ein Moment. Hol nur schnell meinen Wagen. Na nun, hast du plötzlich Angst in der Tiefgarage? Blödsinn. Ich bring dich nach Hause. Ich will nicht miterfahren. Wie das mit uns so zu Ende gegangen ist. Wann erledigen wir das Geschäftliche? In ein paar Tagen. Morgen. Morgen? Ja. Franziska will auch weg. Wo? Am besten in meinem Büro. Ich bringe meinen Anwalt mit. Wenn du meinst.
bring dich zum Taxi.
Gloria, ich wollte nur, dass du dich nicht aufregst. Du hast sicher von der Explosion in der Arkostraße gehört. Hast du? Du, mir ist nichts passiert. Unkraut verdirbt nicht. Ciao. Das war vor einem Jahr, diese Gasexplosion der Arkostraße. Die Tote heißt Gloria Greve. 41 Jahre alt, Sekretärin. Seit 2,5 Jahren lebt sie von ihrem Mann getrennt. Selbstmord, wie es aussieht. Warum hast du mich denn geholt? Ich weiß nicht. Eben. Schick mir nachher die Spurensicherung hoch. Klar? Ja. Für ein paar Dinge interessiere ich mich besonders. Für die da, die Gläser. Ja. Das da, da hat sich was durchgedrückt. Aha. Und das da, da wüsste ich gerne, was da für ein Bild gehangen hat. Gleich? Ja, gleich, natürlich, immer gleich. Und das ist auch nicht uninteressant. Da hat die Gloria Greber ein Band aufliegen, das ein Jahr alt ist. Aha. Ja, dann gehe ich mal wieder. Übrigens, Ihr Mann ist schon unterwegs hierher. Wenn er da ist... Schicke ich ihn gleich raus. Nein, Gerd. Wenn er da ist, dann komme ich runter und du lässt ihn erst an die Leiche, wenn ich sein Gesicht sehe. Das hätte ich doch sowieso gemacht. Was wünschen Sie? Wer sind Sie? Die Nachbarin. Nicht, bitte nicht, nichts anfassen. Polizei? Ja, Köster ist mein Name, Kriminalpolizei. Brasch. Johanna Brasch. Sie wissen, dass Frau Greve tot ist? Hinuntergestürzt? Wie ist denn das, wie konnte denn das passieren? Das versuchen wir zu klären, Frau Brasch. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ja, heute Morgen hatte sie die Musik ziemlich laut. Nein, hören Sie, ich habe Ihnen doch gesagt, fassen Sie nichts an wegen der Fingerabdrücke. Ja, so laut hat sie sie sonst nie an. Ich bin herübergegangen an ihre Tür und habe geklingelt, aber sie hat nicht aufgemacht und da bin ich in meine Wohnung zurückgegangen und habe sie angerufen. Sie hatte das Dings da... Bitte! Sie hat das Ding, und da habe ich drauf gesprochen, sie soll die Musik leiser stellen, aber sie hat sie nicht leiser gestellt. Wann, sagen Sie, ist sie gesprungen? Etwa vor einer Stunde. Vor einer Stunde war ich noch einmal an ihrer Tür. Ich wollte gerade klingeln. Nein, klopfen wollte ich. Da hörte die Musik plötzlich auf. Und wie ich gerade wieder an meiner Türe bin, da stürzt jemand hier bei der Wohnungstür heraus. Stürzt einer raus?
Ein Mann stürzte heraus. Ein Mann? Würden Sie den wiedererkennen? Ja, natürlich. Herr Köster, Herr Grebe ist jetzt da. Ja, Frau Brasch, bleiben Sie bitte einen Moment hier. Ja, ich komme gleich wieder. Herr Meier, leisten Sie bitte Frau Brasch so lange Gesellschaft. Und nichts anfassen, gell? Ach, Moment, Moment. Oh, Frau Brasch, können Sie mir noch mal zeigen, wo der Mann rausgestürzt ist und wo Sie da standen, ja? Das wäre nett. Sie waren schon da drin. Ja, ich war schon drin und in dem Moment ist er hier runter gerannt. Ja, danke schön, Frau Brasch. Bitte, bitte. Wiederschön. Wiedersehen. Köster? Herr Grebe, ich muss Sie leider bitten, sich Ihre Frau anzusehen. Erwarten Sie nicht zu viel von mir. Wir sind seit 2,5 Jahren getrennt. Entschuldigung, das Fahrzeug gehört es Ihnen. Ja, das meine ich. Lassen Sie einen Moment stehen, bitte, ja? Lassen Sie einen Moment stehen. Doktor, Sie kommen mal. Grüß Gott. Da läuft was, Gerd. Die ist nicht gesprungen, die ist gesprungen worden. Aha. Ja, das war deine Nase diesmal, nicht meine. Du entwickelst dich. Sie hat eine Schwester. Trainer kümmert sich gleich um sie. Ich gehe mit ihm rauf. Ja. Kann sie jetzt zur Obduktion? Ja, kann sie. Kommen Sie, Herr Grebe, wir gehen rauf. Ja. Das Fahrzeug in der Einfahrt, Mr. Wir können Sie sich darum kümmern. Da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, Entschuldigung. Also dann ist das in Ordnung, ja? So, meine Herren, bitte. Ja, ja. Das Tuch dürfen wir nicht vergessen. Ist bereits aufgenommen. Was sind Sie von Beruf, Herr Grebe? Kaufmann, selbstständig. Der Anblick der Toten hat Sie doch mehr getroffen, als Sie wahrhaben wollten, nicht wahr? Wissen Sie, ich habe noch nicht viele Tote gesehen in meinem Leben. Wo kommen Sie her? Von zu Hause. Nein, ich meine, von wo sind Sie? Also Sie meinen, wo ich geboren bin? Ja. In Pommern. Meine Frau habe ich in Leipzig kennengelernt. Beim Mauerbau sind wir in den Westen. Vier waren wir, zwei Männer und zwei Frauen. Später haben wir untereinander geheiratet und eine Firma aufgemacht. Was für eine Firma? Fluchthilfe. Wie bitte? Fluchthilfe. Wir haben jahrelang Leute aus der DDR nach hier rübergebracht. Gegen Geld? Gegen was denn sonst? Wo sind die anderen beiden? Glorias Schwester, Franziska, die lebt auch hier. Und Peter Szestok, der Mann von Franziska. Wo ist denn der? Der sitzt in Bautzen. Vor 2 Jahren haben sie ihn erwischt auf unserer letzten Tour. 15 Jahre hat er gekriegt. Wir sind da. Wo ist Frau Brasch? In Ihrer Wohnung, nebenan. Herr Meier, Herr Meier. Waren Sie noch nie in der Wohnung hier, Herr Grebe?
Sagen Sie, hat sie nichts hinterlassen? Ich meine, einen Brief oder sowas? Nein, wir haben nichts gefunden. Bis jetzt nicht. Sagen Sie, hat die Ihre Frau eine Lebensversicherung? Ja, über 500.000 Mark. Auf wen war die ausgestellt? Auf mich. Und wer hat die Prämie bezahlt? Ich. Sie brauchen nicht nachzudenken, Herr Gräbe. Diese Policen haben keine Selbstmordklausel. Die zahlen nicht bei Selbstmord. Wenn es Mord wäre, würde ich das Geld kriegen, nicht? Aber dann wäre ich auch dran. Als Erster, wie ich das so sehe. Das sehen Sie richtig. Sagen Sie, wissen Sie, was da für ein Bild gehangen hat? Ich kann mich nicht erinnern. Aber Sie sagten doch vorhin, Sie waren noch nie in der Wohnung. Vor 2 Jahren vielleicht, da hing mein Bild da. Glauben Sie? Jemand hat das neue Band gegen ein altes ausgetauscht. Das ist die Stimme von Franziska, die Schwester meiner Frau. Die hat mal gearbeitet in einer Firma in der Argostraße. Wo ist sie jetzt? Nicht zu Hause. Ich habe angerufen. Herr Gräber, was ist, wenn wir hier Ihre Fingerabdrücke finden? Sie werden sie nicht finden. Ach, übrigens, dieses Taschentuch habe ich auf dem Nebensitz meines Wagens gefunden. Es gehört meiner Frau. Wann haben Sie zuletzt gesehen? Wir waren gestern Abend essen. Zusammen mit Ihrer Schwester. Haben Sie nach Hause gefahren? Nein, zum Taxi. Und wenn Sie in Ihrer Handtasche nachsehen, werden Sie die Quittung finden. Sie lässt sich immer eine geben. Das ist er. Wer? Der Mann, der vorhin hier rausgelaufen ist. Das ist er. Inzwischen haben wir noch mehr Zeugen, Herr Gräber. Einer hat sie mit ihrer Frau zusammen auf der Terrasse gesehen. Mein Anwalt wird Haftbeschwerde einlegen. Richtig. Wir werden aber trotzdem morgen früh eine Gegenüberstellung machen. Übrigens, heute um 18 Uhr wollte ihre Frau fliegen. Nach Rio de Janeiro. Im Schlafzimmer stand ein gepackter Koffer. Allzeit bereit. Was meinen Sie damit? Bei ihr stand immer ein gepackter Koffer rum. Bitte. So versunken im Fall Gräbe? Nee, ich habe nur nachgedacht, ob ich noch was zum Abendessen zu Hause im Eisschrank habe. Ach so. Sag mal, haben die eigentlich Kinder? Die Gräbes? Nein. Was haben die den Leuten so abgenommen, die sie aus der DDR geholt haben? Naja, so um die 30.000 und drüber. Inzwischen hat er eine Import-Export-Firma. Irgendwie ist da auch seine Frau beteiligt. Und deren Schwester Franziska, aber die ist nach wie vor nicht aufzutreiben. Die ist auch verheiratet mit einem Peter Schestott. Der sitzt im Zuchthaus in der DDR, in Bautzen.
15 Jahre wegen Fluchthilfe. Ganz schön, was? Ja, das hat er mir gesagt. Der Greve, der will die Firma wohl auflösen. Er hat schon angefangen, alles, was er hat, auch was er nicht hat, zu verkaufen. Das hat er mir nicht gesagt. Und was ist mit den Angaben von Greve über das Treffen in dem Restaurant gestern Abend? Ist das überprüft? Ich habe mit... Hör doch mal auf. Ich habe mit dem Oberkellner gesprochen. Stimmt alles mit der Aussage von Greve überein. Bis auf die Tatsache, dass er noch eine Flasche Champagner mitgenommen hat. Wenn wir die jetzt in der Wohnung seiner Frau finden würden, das wäre ein Ding, ja. Ist nicht, ich habe alles durchsucht. Die Taxiquittung habe ich auch gefunden. Und mit den Fahrern gesprochen. Eine Fahrt von der Wohnung zum Restaurant und zurück vom Taxistand Brianna Straße. Hilft ihm alles nichts, wenn er morgen bei der Gegenüberstellung identifiziert wird. Wenn, ja. Wenn. So gar nicht so schlecht aus. Ja, ja. Sag mal, Gerd, was für ein Interesse kann ein Mörder, nehmen wir das mal an, haben, die Kassette von dem Anrufbeantworter auszutauschen? Wenn er vorher selber drauf gesprochen hat. Meier, du entschwandest. Keiner kocht mir jetzt Kaffee. Ach, da sind Sie ja, Herr Dings. Köster. Köster, das ist eine Schweinerei. Bitte, bitte, hier sehen Sie mal. Mein Gott, da bist du. Auf meinem Anrufbeantworter war eine Nachricht. Laugard. Jetzt bin ich hier, um das Schlimmste abzuwehren. Was ist denn da das Schlimmste? Das Schlimmste ist, dass die Beamten einfach die Tiere in der Wohnung eingesperrt haben. Das Schlimmste ist, dass du das Polizeisiegel erbrochen hast. Deswegen bin ich hier. Ich wollte mich für Frau Brasch entschuldigen. Ist das sehr peinlich? Ich bin Staatsanwalt. Ja, du warst Staatsanwalt und es ist gar nichts peinlich. Hätten die vielleicht verdursten sollen. Dann wären sie jetzt tot. Nicht wahr, Herr Köster? Vermutlich, ja. Herr Schneider. Ja, ach so. Frau Barsch, würden Sie bitte noch einen Moment hier bleiben? Vielleicht brauche ich Sie für eine Gegenüberstellung. Barsch. Ja. Köster. Dr. Laugard. Tiere sind ja auch nur Menschen. Ja. Schneider, würden Sie den Herrn wiedererkennen, den Sie mit Frau Greve auf der Terrasse zusammengesehen haben? Ja, aber selbstverständlich. Es wurde ja gerade hell. Ah. Und da haben Sie von der Backstube aus... Ja, ich habe die Fenster aufgemacht und da sah ich die Frau Greve mit einem Herrn auf der Terrasse stehen. Gut, kommen Sie bitte mal mit. Herr Köster? Ja? Dr. Weiß, ich bin der Anwalt von Herrn Greve. Sagen Sie mal, Doktor... Gerd, bring den Herrn Doktor bitte in unser Büro, ja? Ja, kommen Sie mal her. Ist das der Herr, der da sitzt? Nein, auf keinen Fall. Nein? Aussage gegen Aussage.
Da haben wir noch mal Glück gehabt mit der Gegenüberstellung. Wenn diese Frau Brasch auf einmal nicht so unsicher geworden wäre, dann... Was hat das mit Glück zu tun? Ich war nicht in der Wohnung meiner Frau. Also kann mich da auch keiner gesehen haben. Ja, das sagen Sie so. Fahren Sie mich zu meinem Wagen. Ja, natürlich. Da können wir noch was besprechen. Ja. Was die Auswertung der Spurensicherung angeht... Sie lässt nicht darauf schließen, dass Werner Grebe in der Wohnung war, nicht? Richtig. Aber das ist Ihnen sicher kein Trost. Nein, das nicht, aber ich hab's geahnt. Entschuldigung, entschuldige. Oh, danke, Martin, danke. Auf dem Schreibblock der Toten stand durchgedrückt: Franziska, ich habe so oft darüber nachgedacht. Dann ist es unleserlich. Dann unseren Hass. Dann kann man es wieder nicht lesen. Dann, wenn ich die letzten Jahre noch mal machen könnte, hätte ich alles anders gemacht. Angefangen mit Peter. Er hat. Wir vier. Dann ist Schluss. Peter könnte Peter Schestock sein, der in Bautzen sitzt. Franziskas Mann. Sag mal, wer war eigentlich der Letzte, der in der Wohnung bei der Gloria Grebe war und versiegelt hat? Der Letzte? Der Letzte, ja. Meier zu, ja. Ruft mit ihm mal rein. Komm mal eben. Meier, Sie waren doch als Letzter in der Wohnung von der Gloria Grebe und haben da versiegelt, ja? Ja. Ist Ihnen da etwas aufgefallen, was nicht hätte in der Wohnung bleiben dürfen? Aufgefallen? Aufgefallen. Elefant, Pferd, Giraffe, Kanarienvögel. Meier. Haben Sie was gegen Kanarienvögel? Buchen Sie mir bitte für heute einen Flug nach London auf den Namen Werner Grebe. Gustav Richard Imme, Viktor Imme. Und geben Sie mir die Buchungsnummer durch, ja? 47 13 68. Danke. Werner Grebe ist erschossen worden. Das ist nicht dein Ernst. Doch, in seinem Büro. Wer hat ihn gefunden? Seine Schwägerin, Franziska Schestock, die hat angerufen. Das kann doch nicht wahr sein. Der Martin erzählt mir doch dauernd, die wäre nicht auffindbar. Die Zentrale hat mir das Gespräch vermittelt. Ich bin schon unterwegs. Thank you.
Als Herr Köster, Frau Schestock. Köster. Guten Tag. Ich habe es ja oben nicht ausgehalten und dann habe ich gedacht, ich warte hier auf Sie. Wo waren Sie die letzten zwei Tage? Wieso? Ich war mit einem Freund unterwegs. Über Land, zwei Tage Urlaub. Wo ist der jetzt, der Freund? Im Flugzeug nach New York. Ich habe ihn direkt zum Flughafen gefahren. Und dann bin ich vom Flughafen gleich hierher. Was ist denn? Haben Ihnen meine Mitarbeiter noch nichts gesagt? Nein. Ihre Schwester ist auch tot. Gloria? Sie ist vom Balkon gestürzt. Sieht aus wie Selbstmord, aber wir glauben das nicht. Kommen Sie, wir gehen mal darauf, ja? Letzte Tür links, Herr Köster. Dankeschön. Wo ist Gloria? In der Gerichtsmedizin, in der Pathologie. Wenn Sie sie sehen wollen, kann ich das verhandeln. Gloria und ich, wir haben uns geliebt und gehasst. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Doch, natürlich. Grüß Gott. Und Werner Gräbe? Werner war Ihr Mann. In Leipzig sind wir alle in eine Schule gegangen. Unsere Schwierigkeit war, dass wir mit unseren Gefühlen nicht so gut umgehen konnten wie mit unserem Geld. Bitte. Lassen Sie mich nur einen Augenblick. Natürlich. Das mit dem Geld habe ich nur gesagt, weil mich Werner, ich meine Herr Greve, weil er mich als Erbe eingesetzt hat, nachdem Gloria sich von ihm getrennt hat. Das verstehe ich nicht ganz. Wieso? Ich bin der Erbe von Werner Greve. Dann sind Sie jetzt ja sehr wohlhabend. Wenn Ihre Schwester ermordet wurde, dann bekommen Sie auch noch das ganze Geld aus der Versicherung. Ja. Haben Sie noch Kontakt mit Ihrem Mann? Wie bitte? Mit Peter Schestock in der DDR, in Bautzen, im Zuchthaus. Haben Sie noch Kontakt mit ihm? Nein. Ja. Vor drei Stunden etwa. Aber ich kann das auch nur ungefähr schätzen. Frau Schestock? Ja? Wissen Sie, ob da ein Bild hing? Ich glaube, da hing ein Bild von uns. Was für ein Bild? Von vor 20 Jahren in Leipzig. Wir alle vier. Wenn es nicht gut, darf ich mal bitte rausgehen? Frau Schestock, was wollten Sie hier, als Sie vom Flugplatz hierher fuhren? Ich wollte mit Werner über Geld sprechen. Er schuldete mir Geld. Bitte, darf ich jetzt? Ja. Gerd? Ja? Komm mal einen Moment. Ja? Sag mal, ich habe den Albtraum einer Idee. Was ist, wenn der gar nicht mehr in Bautzen im Zuchthaus sitzt, in der DDR? Der Peter Schestock, Ja, Wahnsinn. Ja, kümmere dich mal drum. Mach das über den offiziellen Draht nach drüben, ja? Meier? Was gibt's? Übrigens, unten in der Garage wartet jemand auf Sie. Ja. Passen Sie auf Frau Schestock auf, ja? Ja. Martin? Ja? Die Wohnung von Herrn Greve wird durchsucht und das Büro hier, ja? Klar, danke. Köster? Walter Colling,
Ich habe für den da oben lange gearbeitet. Für Herrn Grebe? Ja. Ich war früher auch mal drüben. Bis vor 10 Jahren in Ost-Berlin. Können Sie mir mal die Umstände schildern, unter denen Peter Szeszczok in der DDR erwischt worden ist? Da gibt es keine Umstände bei Peter. Die hier haben ihn hops gehen lassen. Erzählen Sie das doch mal ganz genau. An sein Geld wollten die alle drei ran. Gloria Greve, Werner Greve und Franziska Szeszczok. Der Greve und die Franziska hatten außerdem seit Jahren ein Verhältnis miteinander. Die wollten ihn weghaben. Was ist denn? Franziska Szeszczok ist verschwunden. Ja, wie kann die verschwinden? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen auf sie aufpassen. Sie ging auf die Toilette und dann war sie weg. Hat sich runtergespült, ja? Nee, der Wagen ist ja auch weg. Also lassen Sie eine Fahndung ausschreiben und besorgen Sie mir einen Durchsuchungsbefehl für Ihre Wohnung. Nur nachsehen. Ja. Haben Sie schon was rausgekriegt? Sie sind meine letzte Chance. Wissen Sie, was da für ein Foto hing? Ja, natürlich. Wieso natürlich? Ich habe doch oft genug hier die Blumen gegossen. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Sie haben mich nicht gefragt. Ja, da haben Sie recht. Was hing denn da für ein Bild? Ein Gruppenbild. Vorsichtig, nichts. Nichts anrühren. Ein Gruppenbild. Mit Peter Szeszczok. Ja, ich glaube, so heißt er. Ein Freund von Gloria. Sie sind ein Engelskind. Ja, das sind Sie. Herr Meier! Es wird Ihnen nicht gefallen, aber ich muss es Ihnen sagen. Bitte. Offizielles Telex der Oberstaatsanwaltschaft aus der DDR. Peter Szeszczok sitzt in Bautzen in Verwahrung und hat noch 13 Jahre vor sich. Der ist hier. Der ist hier. Und Franziska Szeszczok ist die Nächste. Hi, Mann. Ist das Martin? Ja. Was will er denn? Wir müssen sofort in die Wohnung von der Franziska Szeszczok. Ich hab das doch gesagt. Das ist Peter Szeszczok. Ja, ich behaupte, er ist es. Schaut mal in seinen Taschen nach. Also, das sind doch die Bilder.
links außen, das ist er doch. Peter Schechstock. Aber laut Telex... Ist ein Bautzen, ja, ich weiß, gell. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich kann dir genau sagen, was da nicht stimmt. Das Telex, Gerd. War schneller als die anderen. Aber sie war auch gewarnt. Ist sie denn überrascht? Wahrscheinlich ist sie über die Terrasse hier durch die Hintertür gekommen. Sie wird sich auf Notwehr berufen. Ha. Wenn wir sie kriegen, dann mach mal was. Entschuldigung, Herr Köster? Ja. Ich habe hier eine Berichtigung des Fernschreibens betreffend Peter Schechstock. Er ist vor 10 Tagen von einer Außenstelle in Bautzen geflohen und untergetaucht. Hat sich hier in den Westen durchgeschlagen und ist vermutlich von seiner Frau hier erschossen worden. Ja. Nein, ich muss noch warten. Auf wen? Auf die Schechstock. Franziska Schechstock? Ja. Sie glauben doch nicht, dass die von selber kommt. Doch, die kommt. Brauchen Sie eine Quittung? Moment. Die muss sich ja stellen. Die will doch ihr Geld. Fahren Sie mich wieder in die Stadt zurück. Zum Polizeipräsidium.